Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Onboarding-Videoformat. Mein Name ist Patrick und ich werde dich hier durch die ersten Hürden begleiten und Schritt für Schritt verschiedene Themen behandeln. Nach diesem Onboarding-Video wirst du die grundlegenden Möglichkeiten von Shopware 6 verstehen und umsetzen können, sowie in der Lage sein, die ersten Konfigurationen und Einstellungen tätigen zu können. Also auf geht's! Ganz getreu dem Motto: Dein Shop in einer Stunde. Viel Spaß! Starten wir also in dem Shopware Installer. Die Standardsprache ist hier normalerweise Englisch. Ich habe diese schon auf Deutsch umgestellt und damit können wir direkt starten. Nun werden die Systemvoraussetzungen überprüft. Dieses System ist bereit für Shopware 6, wie man auch an diesen grünen Punkten jeweils erkennen kann. Genau. Als nächstes werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgelistet. Diese solltest du dir einmal durchlesen und dann zustimmen. Nun wird die Datenbankkonfiguration angezeigt. Hier kannst du dann den Server, Benutzer, Passwort und Datenbankname auswählen. Wenn das Benutzer und Passwort richtig ist und du in dieses Feld klickst, in den Datenbanknamen, wird die Datenbank automatisch ausgewählt. Solltest du mehrere haben, ist ein Dropdown zu sehen, wo du dann die anderen auswählen kannst. Ich werde dies nun nachfüllen und dann mit der Installation starten. Die Zugangsdaten hatte ich nun nachgetragen und die Installation gestartet. Die Installation braucht dann ein kleines bisschen und wenn sie fertig ist, wird Shopware 6 wurde erfolgreich installiert angezeigt. Danach kann man weiterklicken und in die Konfiguration übergehen. Bei Shopname trägt man dann den Namen seines Shops ein. In unserem Fall wollen wir einen Grillshop erstellen, deswegen nennen wir den einfach mal Shopware Grill. Danach wird die Shop-E-Mail-Adresse angegeben. Das ist eine globale Mail-Adresse, von der Mails gesendet werden nachher. Dann sucht man die System-Standardsprache und Standardwährung sowie Standardland aus. Die Besonderheit in diesem Fall ist, dass die Standardsprache und Standardwährung nicht geändert werden kann. Die Standardsprache ist vorerst die Sprache für den Admin und fürs Frontend. Und die Standardwährung ist die Währung, die mit einem Faktor von 1 versehen wird. Zudem kann man auch weitere Währungen hinzufügen. In diesem Fall brauchen wir das nicht. Und dann fügt man seinen ersten Admin-User hinzu. Benutze ich einmal die gleiche E-Mail-Adresse. Dazu gibt man dann den Vornamen, Nachnamen sowie Login-Name und Passwort ein. Da ich nur einen Testshop erstelle, nehme ich hier einfach Demo komplett durch. Du solltest allerdings dann die richtigen Daten angeben. Der Shopware Installer ist nun vollständig ausgeführt und man wird redirected zum Einrichtungsassistent in dem Admin von Shopware 6. Zunächst kann man entscheiden, ob man das Shopware-Sprachpaket installieren möchte. Dies ermöglicht die Nutzung einiger Ansprachen für den Admin sowie fürs Frontend. In diesem Fall installieren wir diesen. Nun kann man die Benutzeroberfläche für den Admin die Sprache auswählen. Diese lassen wir bei Deutsch und geben unser Passwort für unseren Admin-User ein, da für diesen die Sprache umgestellt wird bzw. gleich behalten wird. Nun können wir weiterklicken und kommen zu dem Datenimport. Hier hast du nun die Gelegenheit, einige Demodaten wie zum Beispiel erste Produkte, Kategorien und Hersteller hinzuzufügen. Alternativ kannst du auch den Migrationsassistenten installieren, um Daten aus einem anderen Shop zu migrieren. Da wir dies nicht benötigen, klicken wir auf Weiter. Nun können wir als Standardwert schon mal einen Verkaufskanal auswählen, der für alle neu erstellten Produkte automatisch zugewiesen wird. Dann kommen wir zu den Mailer-Einstellungen. Hier hast du die Möglichkeit, die Mailer-Einstellung für den Empfang und Versand von E-Mails zu konfigurieren. Da wir nur erstmal einen Shop aufbauen, machen wir dies nicht. Genau das gleiche ist mit PayPal. Hier kannst du deine PayPal-API-Zugangsdaten hinterlegen. Dies überspringen wir auch erstmal. Nun kommt eine Information zu Shopware Market. Diese Erweiterung ermöglicht es dir, Produkte auch bei eBay und Amazon zu verkaufen.
Nun kommt der Punkt Erweiterungen bzw. unsere Empfehlungen. Hier hast du die Möglichkeit, eine Auswahl an sinnvollen Erweiterungen für deinen Shop zu installieren. Dafür wählst du als erstes für dich relevante Regionen aus. Im Anschluss kannst du die jeweiligen Kategorien durchstöbern. Bezahlung, ERP, Recht, etc. Nun kannst du dich mit deinem Shopware-Account anmelden. Dadurch erhältst du den Zugriff auf deine gekauften Erweiterungen und Lizenzen. Dies überspringen wir in diesem Fall auch. Und zu guter Letzt hast du die Option, den Shopware Store zu aktivieren, um auch im Admin den Shopware Store zu browsen. Nun sind wir fertig mit dem First Run Wizard vom Shopware 6 Admin. Drücken auf Fertig. Kriegen durch einen Refresh, kommen wir zurück auf den Admin, aufs Dashboard. Wie bereits angesprochen, befinden wir uns nun im Dashboard des Admins. Wir starten in diesem Fall mit der Kategorie Struktur des Shops. Dafür gehen wir über Kataloge und Kategorien zu den Kategorien. Hier finden wir bereits auch die Kategorie Home, welche als Homepage für unseren Shop zurzeit gilt. Das kann man im Frontend zum Beispiel bereits beobachten, dass hier Home als Startpunkt genannt ist. Für unseren Theme-Shop wollen wir nun ein paar Kategorien erstellen. Da wir möchten, dass diese in der Home-Kategorie mit dabei sind, machen wir eine neue Subkategorie und erstellen hier dann die Kategorien Gasgrill. Nun wird direkt vorgeschlagen, noch eine zu erstellen. Dann erstellen wir Kohlegrills. Smoker, Marken und Zubehör. Sobald wir fertig sind, klicken wir einfach hier auf das X. Dann wollen wir noch Unterkategorien anlegen. Für die Gasgrills gibt es zum Beispiel verschiedene Arten. Heißt, hierfür erstellen wir nochmal neue Subkategorien. Diese sind nun Grillstationen. Kugelgrill und Campinggrill. Hiernach wieder einmal auf das X klicken, dass wir fertig sind. Zudem fügen wir bei der Kategorie Marken noch die Marke Fred hinzu. Nun müssen wir die ganzen Kategorien noch einmal aktivieren und dann schauen wir uns das einmal im Frontend an. Ich habe die Kategorien nun alle über den Aktivschalter aktiv gestellt und gespeichert. Jetzt können wir uns das einmal im Frontend ansehen, wie die Veränderung zu sehen ist. Und wie man sieht, ist hier Grasgrill mit den verschiedenen Unterkategorien zu sehen, genauso wie bei Marken. Genau. Erstellen wir nun also ein Produkt für unseren Shop. Hierzu gehen wir über Kataloge zu Produkten und dann Produkt anlegen. Zuerst geben wir einen Titel des Produkts ein. In unserem Fall Fred Grill Station Generation 3. Nun kannst du einen Hersteller anlegen. Hier kannst du entweder einen aussuchen, den du bereits unter Kataloge Hersteller erstellt hast. Oder du kannst einfach einen neuen eingeben und dieser wird hinzugefügt zu den Herstellern. Als nächstes sieht man auch die Produktnummer. Die Produktnummer wird vorerst immer anhand des Nummernkreises automatisch gefüllt. Du kannst hier allerdings auch eine individuelle eintragen. Kommen wir nun zu der Beschreibung. In der Beschreibung hast du die Möglichkeit, dem Kunden einen Überblick zu dem Produkt zu bieten. Die hier hinterlegten Daten werden zum Beispiel auf der Produktdetailseite angezeigt. Ich habe hier einen bereits vorgeschriebenen Text und füge diesen einfach nur hinzu. Sollte man die Formatierung nicht übernehmen wollen, dann kann man STRG-SHIFT-V drücken, damit diese nicht übernommen wird. Kommen wir nun zu den Preisen. Als erste Option wird der Steuersatz angezeigt. Als Steuersatz kannst du einen der Steuersätze, welche unter Einstellungen Shopsteuer angelegt wurden, auswählen.
Hiernach wird dann auch direkt die Steuer berechnet, wenn du zum Beispiel den Bruttopreis eingibst, da die Nettoberechnung automatisch stattfindet, wenn das Schloss geschlossen ist. Gebe ich hier also den Preis von 399 Euro brutto ein, wird der Nettopreis automatisch berechnet. Der Preis hier direkt brutto netto ist der Preis, der im Storefront auch angezeigt wird und berechnet wird. Der Einkaufspreis ist für die Dokumentation des Einkaufspreises für interne Zwecke. Der Streichpreis kann verwendet werden, um im Storefront zum Beispiel den unverbindlichen Verkaufspreis anzuzeigen. Dieser muss hierfür aber höher sein als der normale Preis. Und zu guter Letzt kommt der günstigere Preis, also der letzte 30 Tage. Dieses Feld musst du ausfüllen, wenn du in der EU mit einem Preis Ermäßigungen in deinem Shop werben möchtest. Solche Angaben sollen von den Kunden in der EU überprüft werden können. Bei Preisermäßigung muss deshalb neben der Preisermäßigung auf dem aktuellen Preis auch der niedrigste Preis der Ware in den letzten 30 Tagen vor der Preisermäßigung angegeben werden. Kommen wir nun zu der Lieferbarkeit. Hier kann zunächst der Lagerbestand eingetragen werden. Jetzt habe ich zum Beispiel 100 eingelagert. Der verfügbare Lagerstand gibt an, wie viel eines Produkts noch verfügbar ist. Dieser Wert ergibt sich aus dem Lagerstand minus den offenen Bestellungen, also wenn das Produkt in einer Bestellung vorhanden ist, die noch offen ist, dann wird diese in dem verfügbaren Bestand angezeigt. Dann die Wiederaufzählzeit in Tagen gibt an, wie lange es etwa dauert, bis ein ausverkaufter Artikel wieder auf Lager ist. Bei nicht lagernden Artikeln wird diese Zeit ergänzend zur Lieferzeit angezeigt. Dann die Option versandkostenfrei. Hier gibst du an, ob du das Produkt Versandkosten berechnen werden sollen. Die Mindestabnahme. In diesem Feld kann für die Artikel eine Mindestabnahme definiert werden. Diese Menge muss von dem Kunden dann mindestens abgenommen bzw. in den Warenkorb gelegt werden. Dann die Staffelung. Gib hier an, in welcher Staffelung die Artikel angeboten werden sollen. Eine Staffelung von 2 bedeutet zum Beispiel, dass dein Kunde 2, 4, 6 Produkte und so weiter erwerben können, aber nicht 1, 3 oder 5. Dann noch einmal die Maximalabnahme. Hier kannst du für ein Produkt eine Maximalabnahme angeben. Pro Bestellung kann dann nicht mehr in den Warenkorb gelegt werden, als hier angegeben ist. Weiter geht's direkt mit den Zuweisungen. Als allererstes kommt die Sichtbarkeit. In diesem Fall werden hier die Verkaufskanäle ausgesucht, in welchen das Produkt zu sehen sein soll. Dann der Button aktiv, ob das Produkt aktiv ist oder nicht. Nun können wir eine Kategorie aussuchen. In diesem Fall wählen wir die Kategorie Grillstation. In dieser Kategorie soll das Produkt im Nachhinein im Frontend dann zu finden sein. Dann können wir Tags eingeben. Die sind Schlagwörter für das Produkt, welche dann zum Beispiel in Regeln im Rule Builder verwendet werden können. Und dann noch die Suchschlagwörter. Diese werden für das Produkt im Suchindex hinzugefügt. Somit kann das Produkt mit diesen Schlagwörtern über die Suche auch gefunden werden. Nun kann ich auch noch Medien hinzufügen. Hierbei habe ich einfach die Option, einfach Medien zu öffnen, also Medien, die ich bereits in der Shopware-Installation hochgeladen habe, zu öffnen. Dateien hochzuladen. Hier wird dann zum Beispiel auf Windows der Microsoft Explorer geöffnet. Oder ich kann Dateien einfach per Drag and Drop reinziehen. Wie zum Beispiel hier zu sehen, werden diese direkt hinzugefügt. Wenn ich mehrere Bilder hinzufüge, kann ich hierbei dann auch direkt ein Cover definieren. Heißt, wenn ich zum Beispiel lieber das hier als Cover haben möchte, kann ich als Cover ausnutzen, auswählen oder ich kann das Bild auch wieder entfernen. Zu guter Letzt kann man unter Auszeichnung noch ein Erscheinungsdatum, die EAN und die Herstellernummer hinzufügen. Die Herstellernummer ist in diesem Fall nur für den Admin und wird im Frontend nicht angezeigt. Nun können wir einmal speichern. Und das Produkt ist gespeichert. Schauen wir uns nun das Ergebnis hiervon einmal im Frontend an. Hier refreshen wir einmal die Seite.
ist einmal direkt auf der Homepage das zu sehen. Und in der Kategorie Grillstation können wir das Produkt zudem auch finden. Nun erstellen wir noch einmal einen Hersteller und legen ein paar Eigenschaften an. Den Hersteller kriegen wir über Kataloge und Hersteller. Hersteller anlegen. Hierzu kann man einen Herstellernamen angeben. In diesem Fall nehmen wir Bernhard. Dann kann man, wenn man möchte, eine Webseite hinzufügen, dass wenn man auf den Hersteller klickt, zu dieser Webseite weitergeleitet wird. Zudem kann man ein Logo hinzufügen. Gehen wir zum Beispiel über die Product Manufacturer Logos. Hier habe ich bereits ein Logo hinzugefügt. Danach können wir speichern. Dann erstellen wir noch ein paar Eigenschaften. Geht auch über Kataloge Eigenschaften. Eigenschaften anlegen. Jetzt nehmen wir zum Beispiel Brenner, also die Anzahl der Brenner. Da muss man einmal speichern. Danach kann man dann Eigenschaftsausprägungen hinzufügen. Das haben wir jetzt als Beispiel einfach einen Brenner mit Position 1. Zwei Brenner. Position 2. Und einmal noch drei Brenner. Dann speichern wir die Eigenschaften noch einmal. Gehen einmal zurück und erstellen zudem noch einmal das Material. Hier dann einmal Edelstahl und zum Beispiel noch Aluminium. Dann speichern wir diese noch und als allerletzte Eigenschaft fügen wir noch einmal Farbe hinzu. Wo wir dann einmal Grau auswählen und zudem noch einmal Schwarz. Nun fügen wir diese Hersteller und einige Eigenschaften dem Produkt hinzu und schauen uns noch einmal die weiteren Einstellungsmöglichkeiten an. Nachdem man das Produkt beim ersten Mal gespeichert hat, werden zudem diese Reiter hinzugefügt, zum Beispiel Spezifikationen, wo ich in dem Fall noch Maße und Verpackungen hinzufügen kann. Dann Eigenschaften zum Beispiel. In diesem Fall würde ich dann drei Brenner auswählen und zum Beispiel die Farbe Grau und der Grill besteht aus Edelstahl. Zudem gibt es dann noch die wesentlichen Merkmale. Die Templates hierfür können über die Einstellung erstellt werden. Genau. Dann speichern wir einmal das Produkt und gucken uns die erweiterten Preise an. Hier können zu bestimmten Regeln, welche ich im Rule Builder erstelle, zum Beispiel Customers from USA, spezielle Preise eingestellt werden, die dann nur für diese Kundenbereiche gelten. Mal Preisregel löschen wir nun einmal, da wir diese nicht verwenden möchten. Und gehen weiter, gucken uns den Reiter Varianten an. Diesen werden wir auch nachher nochmal sehen. Hier kann man aus dem Produkt ein Variantenprodukt mit Eigenschaften erstellen. Dann kann man ein Layout zuweisen, welches man über die Erlebniswelten auch für Produkte erstellen kann. Die SEO-Einstellungen, wo jeweils ein Metatitel, eine Metabeschreibung und Schlüsselwörter hinzugefügt werden können. Und die SEO-URL entweder für den Verkaufskanal angezeigt werden kann oder auch einmal individuell angepasst werden kann. Zudem kann Cross-Selling konfiguriert werden. Somit können weitere Produkte auf der Produktdetailseite angezeigt werden, welche ich mit dem Produkt noch anzeigen möchte. Und falls Bewertungen bereits für das Produkt angelegt wurden, kann man sich diese hier angucken. Nun erstellen wir noch einmal ein weiteres Variantenprodukt. Jetzt wieder Produkt anlegen. Diesmal nennen wir ihn Wayne Portable Gas Grill. Den Hersteller nehmen wir hier direkt Bernhard aus.
Flugnummer ist direkt plus 1. Der Preis in diesem Fall 199 Euro. Jetzt haben wir mal wieder einen Lagerbestand von 100. Wieder in die Gasgrill. Diesmal aber in die Campinggrill-Kategorie. Medien habe ich hierzu extra schon hochgeladen. Medien hinzufügen. So. Dann drücken wir auf Speichern, haben das Produkt erstellt und gehen nun direkt in die Variantengeneration. Diesmal gehen wir über die Farbe und erstellen somit einen grauen und einen schwarzen. Die zwei Varianten werden erstellt. Dann speichern wir das Produkt noch einmal und schauen uns das dann direkt noch einmal im Frontend an. Gehen wir zu dem Campinggrill und wie man sieht, ist das Produkt erstellt mit den jeweils zwei Varianten Grau und Schwarz. Nun erstellen wir noch ein eigenes Branding für den Shop. Dies machen wir über die Themes. In diesem Fall erstellen wir ein Duplikat des Standard-Themes. Standard-Theme sollte am besten immer gleich bleiben, da dies vom Support genutzt wird, um zu überprüfen, ob vielleicht eine Änderung mit dem Theme gemacht wurde. Dann nennen wir es, fügen wir es einmal zu Shopware Grill hinzu und laden unser eigenes Logo hinzu. Einmal für Tablet, Mobil, Desktop. Das können wir direkt auch als Favicon benutzen. Dann speichern wir dieses einmal. Da wir dies direkt hinzugefügt haben, dürfte dies auch direkt im Verkaufskanal. Genau. Schauen wir uns das einmal im Frontend an. Wir können direkt sehen, dass unser Logo hinzugefügt wurde. Nun erstellen wir noch einmal eine Erlebniswelt für unsere Homepage, da diese bis jetzt einfach nur die Produkte auch anzeigt. Hierfür gehen wir in die Erlebniswelten, machen ein neues Layout. Hierfür nehmen wir einfach eine Shop-Seite, nehmen die volle Breite und nennen diese Homepage. Nun können wir mit den Blöcken jeweils mehrere Blöcke hinzufügen. In unserem Fall werde ich nun einmal die zwei Spalten zentriert Block hinzufügen. Dann können auch weitere Elemente durch einfach das Plus hinzugefügt werden, indem ich die auch noch reinziehe, zum Beispiel einen Drei-Spalten-Block. Und als allerletztes nehmen wir noch einen Drei-Spalten-Commerce-Block. Diese können wir nun anpassen. Heißt, hier möchte ich jetzt zum Beispiel lieber Text haben, dann füge ich hier Text hinzu. Diesen kann ich über die Einstellungen anpassen. In diesem Fall füge ich einfach einen vordefinierten Text ein. Fertig. Zudem passe ich das Bild an, welches ich hier drin haben möchte. In diesem Fall zum Beispiel das Barbecue-Bild. Hier auch fertig. Dann möchte ich hier im Inneren auch zum Beispiel lieber einen Text haben. Passe hier die Bilder wieder an, wie ich sie haben möchte. Jetzt zum Beispiel das Bild. Und den Text passe ich hier auch noch einmal an. Dann speichere ich einmal, beziehungsweise in diesem Fall tritt ein Fehler auf, da ich noch nicht die Produkte ausgesucht habe, die ich möchte. Und dann suche ich zum Beispiel den Portable Gasgrill aus. Noch einmal so. Und dann noch einmal die schwarze Variante, um es abzuspeichern. Die Bilder werden jetzt in diesem Fall einmal wieder nicht angezeigt. Allerdings, wenn wir die
der Kategorie hinzufügen Home. Heißt, wir ändern das Layout auf Homepage und speichern. Dann können wir ins Frontend gehen, einmal die Homepage refreshen und man kann direkt die Änderung sehen, die man gerade vorgenommen hat. Dies kann man dann zum Beispiel auch für das Gasgrill und Kohlegrill Kategorie jeweils alle machen, wie auch immer man diese anpassen möchte. In den Erlebniswelten muss man zudem auch die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Also kann man zum Beispiel hier sehen, gibt es das Impressum, Datenschutz, Widerrufsbelehrung und AGB. Und diese müsste man dann jeweils einmal anpassen zu den vorgeschriebenen Texten, die man selbst in dem Shop haben muss. Nun fehlen nur noch die Versand- und Zahlungsarten. Zu diesen kommt man über die Einstellungen Shop und dann zuerst Versand. In diesem Fall bearbeiten wir einmal die Standardversandart. Hier kann man einen Namen eintragen, die Position, das ist dann die Anzeigereihenfolge im Frontend und auch im Admin. Aktiv, ob die Versandart aktiv sein soll, dann kann man eine kurze Beschreibung hinzufügen, welche auch im Frontend zu sehen ist, wenn der Kunde diese aussucht. Ein Logo kann hochgeladen werden, welches dann auch im Footer angezeigt wird. Eine Lieferzeit kann ausgesucht werden, wie lange die Lieferung mit dieser Versandart braucht. Lieferzeiten können auch einfach in den Einstellungen noch hinzugefügt werden. Eine Tracking-URL kann hinzugefügt werden, wenn man also einen Dienstleister benutzt, der eine externe Tracking-URL, wo man diese sehen kann, wie der Verlauf des Versands ist, dann kann man diese hier hinzufügen. Als kleine Anmerkung ist zum Beispiel, dass man zum Schluss ein Prozentzeichen S macht, damit hier automatisch die Tracking-Nummer hinzugefügt wird. Dann kann man wieder Tags hinzufügen, um diese Versandart jeweils um die Tags bei Regeln zu verwenden. Nun kann man eine Verfügbarkeitsregel aussuchen. In diesem Fall ist die Verfügbarkeitsregel direkt ersichtlich. Die Regel heißt Cart größer gleich 0. Heißt, im Warenkorb muss der Wert von den Produkten größer als 0 sein. Dann ist diese Versandart verfügbar. Direkt darunter kann man die Steuerberechnung einstellen. Hier kann man zum Beispiel aussuchen Auto, höchster Satz, fester Satz. Also wenn man zum Beispiel einen ermäßigten Steuersatz benutzt, ob der höchste benutzt werden soll oder nicht, wenn mehrere Produkte im Warenkorb sind. Und Auto macht dies dann automatisch. Dann gibt es die Preismatrix. Wenn man zum Beispiel eine Preismatrix neu hinzufügt, hier ist jetzt eine, wo keine Einschränkungen sind und der Preis 0 Euro ist, kann man entweder eine Warenkorb-Eigenschaft auswählen, wonach diese berechnet werden soll. Also sowas wie Anzahl Produkte, Warenkorbwert, Gewicht oder Volumen. Oder man kann zum Beispiel eine individuelle Regel, wonach dann nochmal überprüft wird, wie teuer das sein soll, kann zum Beispiel ein Tag sein, den man vorher bei den Produkten hinzugefügt hat. Zudem kann man gucken, wann eine Preismatrix verfügbar ist. Wenn man zum Beispiel sagt, wieder Customers from USA müssen mehr bezahlen, dann kann man dies als Einschränkung bzw. als Regel für diese Preismatrix verwenden. Und dann benutzt man für andere Länder zum Beispiel das gleiche, nur alle anderen Länder bezahlen diesen Preis. Dann müssen wir uns noch einmal die Zahlungsarten anschauen. Hier kann man direkt zum Beispiel PayPal sehen, wo man die Details bearbeiten kann. Hier ist das Logo auch direkt mit dabei, eine kleine Beschreibung, der Name, die Position, ob dies aktiv ist und eine Verfügbarkeitsregel, die auch wieder überprüft, wenn zum Beispiel Customers von der USA können PayPal nicht benutzen oder ähnliches. Wenn man nun also Nachname als Beispiel nimmt und dieses aktiv haben will und ich möchte, dass diese immer aktiv ist, sage ich Always Valid, speichern. Dann muss ich überprüfen, dass diese auch in einem Verkaufskanal hinzugefügt wurde. Nachname ist drin, Versandart fügen wir Standard noch hinzu.
und dann speichern wir dies. Dies schauen wir uns noch einmal im Frontend an. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Produkt in den Warenkorb lege und weiter zur Kasse gehe, normalerweise müsste man sich hier noch anmelden. Ich bin jetzt schon angemeldet, kann ich hier die Standardversandart und die Nachname und hier sieht man zum Beispiel auch die Beschreibung. Nun gucken wir uns noch ein paar Sachen an, die du wissen solltest, wenn du dir deinen Shop erstellst. Zunächst einmal, wie du Support bekommst. Solltest du eine Lizenz kaufen, kannst du über deinen Shopware-Account und den Shop-Betreiberbereich Support auswählen und hier den Support anfragen. Weitere Einstellungen, die du in deinem Shop einstellen kannst und wichtig sind, sind zum Beispiel die Stammdaten, wo generelle Informationen über dein Unternehmen eingetragen werden können. Diese findest du auch in den Einstellungen. Kannst du dann zum Beispiel die Shop-Betreiberadresse, Bankinformationen. Hier stellt man auch die Shop-Seiten ein, wie die AGB-Seite, Widerrufsbelehrung, Versand- und Zahlungsart, Datenschutz, Impressum und weiteres. Dann gibt es noch den Produktimport. Wenn du also bereits viele Produkte hast, kannst du mit der Import-Export-Funktion Produkte per CSV-Datei importieren. Hierfür gibt es erstmal Standardprofile, wie Standardprofil Produkte, Kategorien, Medien, Cross-Selling, Eigenschaften, etc. Das gleiche kannst du auch einfach exportieren. Des Weiteren können im Shopware 6 Admin bei den Bestellungen Dokumente erstellt werden. Diese müssen also nicht extern erstellt werden und zugefügt werden. Heißt, ich kann hier ein neues Dokument erstellen und jeweils einen Lieferschein, Rechnung für die Bestellung erstellen und sollte eine Rechnung zum Beispiel schon existieren, eine Stornorechnung oder eine Gutschrift. Dann gibt es noch weitere wichtige Einstellungen, von denen du wissen solltest. Unter anderem die Benutzer und Rechte. Hier kannst du Rollen erstellen, die bestimmte Rechte haben, diese Benutzern, die du neu erstellst, auch hinzufügen. Zudem sind wichtig die Caches und Indizes, da hier der Cache geleert werden kann, sowie die Indizes aktualisiert werden. Des Weiteren kannst du hier die Mailer-Einstellungen, welche wir im Einrichtungsassistent übersprungen haben, noch einmal einstellen und nach Shopware-Updates suchen. Sehr wichtig beim Starten mit Shopware 6 ist zudem die Dokumentation. Diese findest du unter docs.shopware.com und hier erfährst du alles, was du über Shopware 6 wissen musst und was für Optionen und Funktionen es gibt. Genau. Nun werden wir uns angucken, in welchen Punkten sich Shopware On-Prem und Shopware Cloud unterscheiden. Hierbei werden wir uns zudem die Unterschiede der beiden Cloud-Varianten SaaS und PaaS anschauen. SaaS, PaaS und On-Premise sind Schlagwörter, die auftauchen, wenn es um Service- und Vertriebsmodelle von E-Commerce-Plattformen geht. Aber was bedeuten sie überhaupt und wofür stehen sie? SaaS und PaaS sind Schlagwörter für die Cloud-Plattform. SaaS steht für Software as a Service und PaaS für Platform as a Service. Den Unterschied erklären wir aber später. Wenn ich in diesem Video von On-Premise oder On-Prem spreche, dann hat dies in etwa die gleiche Bedeutung wie Self-Hosted und Self-Managed. Das heißt ein Server, um den man sich selber kümmert. Aber egal, ob du dich für SaaS, PaaS oder eine Self-Managed-Lösung entscheidest, alle Lösungen basieren auf dem gleichen Codekern, und zwar Shopware 6. Der Code von Shopware 6 ist Open Source, sodass du genau weißt, was sich unter der Haube befindet. Durch diesen offenen Ansatz ermöglichen wir auch einer großen Community, sich zu beteiligen und unter anderem durch die Entwicklung von Erweiterungen mitzuwirken. Der Vorteil ist ein damit einhergehendes großes Ökosystem. Partner, Entwickler und Experten haben immer ein Auge auf den Code und stellen Zuverlässigkeit sicher und arbeiten gemeinsam an neuen Lösungen und Erweiterungen. In unseren häufig gestellten Fragen finden wir einen groben Überblick über die Hauptunterschiede zwischen der Shopware Cloud und der Self-Hosted-Variante. Bei der Cloud kümmert sich Shopware um alle Aspekte der Softwarebereitstellung. Von der Anwendung selbst bis hin zu Updates, Wartungen sowie die Speicherung und Bereitstellung aller Daten. Shopware Cloud bietet dir einen schnellen und unkomplizierten Start. Bei der On-Prem- oder Self-Hosted-Version hat der Händler die Möglichkeit, seine eigene Hardware und Software zu bestimmen und somit zu entscheiden, wo die Kundendaten letztendlich gespeichert werden. Zudem hast du umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit der
mit individuellen Programmierungen. Von den direkten Kosten her wird die On-Prem-Lösung oft als die kostengünstigere Version angesehen. Da aber sämtliche Aspekte der Infrastruktur und der Software selbst verwaltet werden müssen, wird einiges am technischen Know-how vorausgesetzt. Traditionell stoßen On-Premise-Installationen oft auch an Herausforderungen, wenn es um die Skalierung der eigenen Infrastruktur geht. Oft sind hier kostenschwierige Aufrüstungen notwendig. Die On-Prem-Variante muss allerdings nicht notwendig auf einem eigenen Server gehostet werden, sondern du hast auch die Möglichkeit, deine Plattform dort zu hosten, wo du es möchtest. Das kann zum Beispiel ein Server von einem Hoster sein. Zudem hast du vollen Zugriff zu dem Code und kannst somit dein Shop-Projekt nach deinen Anforderungen mit Eigenprogrammierungen umsetzen. Hierbei hast du zudem Zugriff auf unser umfassendes Ökosystem, welches jeweils Erweiterungen sowie dem in der Cloud verwendbaren App-System beinhaltet. Die Entscheidung für eine Self-Hosted-Lösung macht also Sinn, wenn du dich selber um das Hosting kümmern möchtest. Bei den Cloud-Plattformen haben wir nun also die Option zwischen der SaaS- und der PaaS-Lösung. SaaS als Software as a Service ist eine gute Wahl für Unternehmen, die nur wenig mit der Verwaltung der Software zu tun haben wollen. Hierbei übernehmen wir die Software-Updates sowie die Verwaltung und Wartung der Infrastruktur. Wir skalieren mit deinem Business hoch. Zudem hast du hierbei die volle Kontrolle über deine Ressourcen und die volle Erweiterungsfähigkeit mit dem App-System und dem damit zuständigen oder ständig wachsenden Ökosystem. PaaS, also Platform as a Service, ist eine anpassungsfähige Option, die mehr Flexibilität bietet. Hierbei übernehmen wir nur die Verwaltung und Wartung der Infrastruktur und des Hostings. Software-Updates müssen hierbei von dem Helden da zum Beispiel selbst durchgeführt werden. Zudem bietet dir die PaaS-Lösung die maximale Anpassungsmöglichkeit durch Eigenprogrammierung und dem Ökosystem. Hierbei werden wir dir des weiteren Entwicklertools und Performance Monitoring angeboten. Alle Varianten lassen sich durch Apps aus dem Store sowie eigenentwickelte Apps erweitern. Hier ist zu beachten, dass bei der On-Prem-Variante die Erweiterungen vollen Zugriff auf den Code haben und diesen somit verändern können. In der Cloud gibt es diesen vollen Zugriff nicht. Damit eigene Erweiterungen in dem Cloud-Shop funktionieren können, müssen diese nach dem App-System erstellt sein. Apps greifen hierbei nicht direkt auf der Code-Basis zu, sondern kommunizieren komplett über die Shopware-API mit dem Shop. Wenn Daten von einer Erweiterung bearbeitet werden, bzw. von einer App, dann geschieht dies nicht direkt im Shop, sondern ausgelagert. Hierzu werden die Daten per API auf den Server des Herstellers geladen, dort bearbeitet und dann später wieder über die API zurück in den Shop geladen. Schauen wir nun noch einmal in den Cloud-Admin bzw. einen SaaS-Admin, um ein paar Unterschiede nochmal anzugucken. Der erste direkt auffällige ist der Punkt Themes. Dieser wird nicht so wie in der On-Prem über Inhalte angezeigt, sondern bekommt seinen eigenen Punkt, wo dann alle Themes dargestellt werden. Die meisten Unterschiede sind allerdings in den Einstellungen. Bei Shop fehlt zum Beispiel direkt der Punkt Sitemap, da der Generierungsintervall von uns vorgegeben ist und dieses dann jeweils einmal täglich. Dann gibt es Unterschiede beim System. Erstmal fehlt Account, da dies einen eigenen Punkt zum Beispiel hat, welcher bei On-Prem nicht vorhanden ist. Dann gibt es den neuen Punkt Domains, wo individuelle oder eigene Domains hinzugefügt werden können. Und an seiner Stelle fehlen dann zum Beispiel noch Caches und Indizes und Shopware-Update, da dies jeweils von uns übernommen wird. Die Caches werden zum Beispiel auch einmal täglich neu geleert und die Indizes neu generiert. Dann gibt es den Unterschied mit dem Account, der neu hinzukommt. Hierbei kann zuerst einmal die Zahlungsart hinterlegt werden, Firmendaten können hinterlegt werden und dann kann der gebuchte Plan eingesehen werden. Und zudem kann der Cloud Shop gekündigt werden über den Account.